Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Splatoon 2 Video. Und die Ergebnisse vom letzten Splatfest sind da. Bin mal gespannt. Ich hatte Team Flug gewählt. Haben auch eigentlich gar nicht so schlecht abgeschnitten, möchte ich mal behaupten. Bei Team Unsichtbar hatte ich das Gefühl, dass da weniger Leute angemeldet waren, weil sich da die Teamfindung noch ein bisschen hingezogen hat. Ja, wollen wir mal gucken, was die zwei uns jetzt hier präsentieren. Ja, bin ich auch mal gespannt. Sag Team Flug. Ja, bada 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 buda buda buda. Was? Echt jetzt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Oder 2%, mein Gott. Bei den letzten Splatfest mit Mayo und Ketchup, da war es eindeutig. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Trommelwirbel. Yay. Cool. Im Ernst jetzt? Yeah. Ja, 2 zu 0, ne? Ja. Nee, 2 zu 1, so. Gewonnen, würde ich sagen, gewonnen. Genau, macht den Abflugteam unsichtbar. Ach, die zwei, ey. Ja, dann hol ich mir gleich mal den Preis ab. Ja, die Arenen sind gut. Rangkampf interessiert mich jetzt noch nicht so. Ich bin erst Level 22, glaube ich. Da level ich lieber erst noch mal ein bisschen weiter, bevor ich mich in den Rangkampf mache. Yay, 16 Supermuscheln. Gut, wo kann ich das abholen? Am Inkopolisplatz. Achso, da habe ich ja die Marken bekommen, ne? Die Muscheln. Jo, dann würde ich sagen, dann springen wir mal in ein Match rein. Ich möchte immer noch die Waffen spielen, die ich jetzt noch nicht gespielt habe. Und euch die Waffen natürlich dann präsentieren. Jo. Dann würde ich sagen, erstmal auf Anpassen. Also beim Splatfest habe ich mit der Airbrush Amiga gespielt, weil man damit eigentlich am meisten einfärben kann. Also für mein Empfinden. Und jetzt würde ich euch gerne erstmal den Luna Blaster zeigen. Den habe ich schon ein bisschen gespielt. Ja, 19.000 Punkte. Aber ich habe ihn euch noch nicht gezeigt. Der ist ein bisschen spezieller, weil er halt eine sehr kurze Reichweite hat. Dafür aber sehr, sehr viel Schaden macht. Und auch den Vorteil hat, dass man mit dem quasi jetzt nicht um die Ecke rumschießen muss, aber wenn sich jemand hinter einer Ecke versteckt, dann schießt man halt vor die Ecke und durch die Explosion wird er dann trotzdem getroffen. Was ziemlich cool ist. Und wenn man dicht dran ist, dann
kann man mit einem Schuss den Gegner dann töten. Beziehungsweise splatten. So, wir ziehen die Jacke an. Die Ninja-Jacke. Die finde ich ganz cool. Jo, so lassen wir das erstmal. Ich habe die Uhr jetzt nicht gestartet. Ich würde sagen, wir machen dann 2-3 Matches. Solange es jetzt nicht zu lange mit der Teamfindung dauert. Jo. Okay, jetzt fix. Hätte ich nicht gedacht. Um die Uhrzeit. Also wir haben es jetzt, glaube ich, 2:30 knapp. Also nachmittags. Nicht morgens. Ich glaube, 2:30 morgens bin ich nicht mehr so aufnahmefähig für Splatoon. So, das ist so ein bisschen mehr Run and Gun. Hier allerdings erstmal ein bisschen einspielen wieder. Also erwartet euch jetzt nicht zu viel. Also mit der Waffe einspielen. Oh, fuck. Der hat auch einen Blaster. Turbo Blaster, ja. Ja, krieg ich direkt auf die Fräse. Jawoll. Noch ein. So, und das Coole bei der ist natürlich... Geh weg! Quatsch! Den Ball finde ich sehr geil. Uah. Shit, ich hätte mich einfach umdrehen sollen. Der Tintenball ist irgendwie mein Lieblings-Special. Splattet. Noch ein. Uah. Jawohl. Läuft doch. Die ist gar nicht so erwartet. Ja, machen wir hier mal. Ah, shit, ey. Ach, der war auch noch da. Den hab ich nicht gesehen. Sitzt dann... Ach, du Scheiße. Nur ein bisschen Gas geben hier. Oh. Ach, der mit seinem Blaster wieder. Ja, das ist, wie gesagt, das ist der Vorteil, ne? Explosionsradius. Hat der Turbo Blaster jetzt zwar nicht ganz so großen, der braucht glaube ich 3-4 Treffer. Wo ist denn der Kollege hier? Ah, ich glaube, das haben wir aber verloren. Mal gucken. Mach schon. 45% oder so haben wir. Oh! Okay. Kommt mir jetzt schlecht abschätzen. Nur umso besser. Das freut mir. Machen wir direkt noch ein Match. So, nächste Runde. Wieder im Korallenviertel. So.
Da haben sie wieder gut verteilt. Ja. Also einfärben kann man hier mit dem Blaster so semi-gut. Jawohl, den haben wir. Wollen wir hier mal hoch? Oh! Ja, das ist der Vorteil, den ich angesprochen habe. Oh, fuck. Ah. Man muss halt nicht direkt treffen, sondern im Explosionsradius. Da sind zwei Treffer nötig. Ja, ein bisschen mehr einfärben, ne? Darum geht's ja schließlich. Aber man sieht, wenn ich jetzt direkt schieße, macht er nicht so viel Tinte hin. Wenn ich den klecksen lasse, also explodieren lasse, kommt auch wesentlich mehr bei rum. Ach! Mimi! Das war jetzt nicht die feine Englische. Boah! Boah, weg, 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 weg! Boah, Alter! Ach, ich dachte, weil sei da rumge... Ben A. Flag. Ja, Mann, Mann, Mann. Oh, Tinti ist alle. Ach! Mann, Mann, Mann! Ja, das sieht nicht gut aus. Jetzt habe ich gleich zwei erledigt. Ah, der mit seinem scheiß Pinsel! Ich hätte meinen Ulti fast voll gehabt. Leute, macht noch was. Kleckst noch was. Ach, shit, ich wollte die Bombe noch werfen. Na, ich glaube, das haben wir verloren. Obwohl. Ja. Das kann man schon mal schlecht abschätzen. Aber man sieht, also viele Punkte macht man dann halt mit dem Blaster nicht unbedingt. Weil du halt nicht so viel Fläche einklickst. Aber Spaß macht er trotzdem. Das ist mit einer von meinen Lieblingswaffen. Bei dem kann ich auch so die Entfernung am besten abschätzen. Wann dann die Tinte explodiert. Hey, schon wieder Korallenviertel. Na gut. Mal hier ein bisschen nach. Was ist denn der? Jawohl. Damit hast du nicht gerechnet, Junge. Kugel, Kugel, Kugel. Wo ist er? Hey, direkt zwei, geil.
Ja, das ist der Vorteil bei dem Blaster. Ich kann es immer noch wiederholen. Sehr cool zu spielen. Also ist bestimmt nicht für jeden was, aber... Ja. Blaster-Duell. Wie geil. Mir aufs Einfärben auch konzentrieren. Ja, da habe ich gesehen, wo du hingeschwommen bist. Tinte leer. Ein Bäumchen hin. Oh! Ich wollte gerade das böse F-Wort sagen. Auch. Herrje. Ja, komm her. Ah. Ich dachte, ich krieg den noch. Übermut tut selten gut. So. Ha. Baby. Ja. Nicht gut. Ach, Tinte leer, scheiße. Schon wieder Tinte leer. Ah. Ach ja je. Wie war das noch? Man soll aufhören, wenn es am schlimmsten ist. Deswegen war das jetzt auch die letzte Runde. Ach, hat wieder einer nicht mitgespielt. Ja. Null Punkte. Aber wie kann er denn dann sein Special da ausführen? Verstehe ich mal nicht. Nee. Ja. Das soll es gewesen sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Liken, teilen, abonnieren, kennt das ja. Und welche Waffe in der nächsten Folge nehmen, ja, dann lasst euch mal überraschen. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem